Es ist eine traurige Zwischenbilanz, die der Schweizer Alpenclub zücht. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres kommen 80 Menschen bei Bergunfällen ums Leben. Das sind doppelt so viele wie letztes Jahr. Und das, obwohl die eigentliche Wandersaison jetzt im Herbst erst richtig losgeht. Unsere Region gilt zwar sehr beliebt bei den Berggängern, trotzdem sind hier in der Ostschweiz im Vergleich zu der ganzen Schweiz weniger Wanderer tödlich verunfallt. Tobias Lenner. Das schöne Wetter des Sommer lockt Wanderlustige und Berggänger in Scharen in die Höhe. So wie auch heute auf der Ebenalp. Nicht jeder Berggänger kommt nach seiner Tour aber heil am Ziel an. Zwischen Januar und Juni zählt der Schweizer Alpenclub 80 Tote in den Schweizer Bergen, doppelt so viel wie letztes Jahr im gleichen Zeitraum. Das sei zum einen auf die grosse Lawinengefahr Anfang des Jahres zurückzuführen und zum anderen, weil es wegen dem Traumsommer heuer viel mehr Wanderer in den Bergen hat. Das ist zwar auch in der Ostschweiz der Fall. Im schweizweiten Vergleich haben die Retter im Alpstein mit 5 Toten verhältnismäßig aber wenig zu beklagen. Die Wege sind sicher gesehen, auch der Schnee ist früher weggegangen. Wir haben eigentlich selten einen Haufen Schnee noch während der Wandersaison. Und das ist sicher auch mit dem Grund, wieso wir keine grosseren Unfälle hatten. Auch wenn jeder Unfall einer zu viel sei, sind die 5, die tödlich geendet haben, im langjährigen Mittel, sagt der Raphael Müller. Für die meisten Berggänger, die heute im Alpstein unterwegs sind, ist aber klar, für eine unfallfreie Wanderung ist eine gute Vorbereitung das A und O. Wir wählen uns dementsprechend Touren wählen, dass man sich sicher fühlt. Niemand weiss nicht, wer, wo man überbordet. Man weiss nie, was passiert. Oder? Es kann ja auch mal etwas passieren, dass man eine Verstauchung hat und muss dann anhocken und fängt an zu rühren und alles. Und da hat es Leute unterwegs. Und ich denke, die sind nicht immer alle so richtig ausgerüstet. Neuralgische Stellen oder schwierige Stellen wirklich ausgebaut, dass auch weniger geübte Berggänger oder solche, die vielleicht ein bisschen Angst haben, runterzuschauen, wirklich gut vorbeikommen. Auch wenn die Berggänger in der Ostschweiz bis jetzt von grösseren Unfällen verschont geblieben sind, die Herbstsaison steht jetzt erst in den Startlöchern.